Hallo liebe Mars-TouristInnen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach verschiedene Linux-Distributionen starten könnt. Vielleicht möchtet ihr einmal die verschiedenen Versionen meiner Linux-Distribution Spacefun, die findet ihr hier auf www.spacefun.ch, ausprobieren. Denn es gibt einmal die reguläre Spacefun-Variante, die ihr hier seht, oder TuxWiz, was extra für das Retro-Gaming gebaut worden ist, oder die GNOME, sowie die Plasma-Variante, die jetzt neu hinzugekommen ist. Ihr könnt diese ISOs einfach herunterladen, wenn ihr ein entsprechendes Ticket habt, und dann zeige ich euch jetzt, wie ihr einen USB-Stick erstellen könnt, auf dem ihr all diese ISOs packen könnt. Dazu eignet sich nämlich ein Tool namens Ventoy. Vielleicht habt ihr davon schon einmal gehört. Ihr findet das hier auf der Webseite ventoy.net und könnt es einfach für euer Betriebssystem herunterladen. Ich klicke dazu hier auf den Downloads-Button und wähle dann hier unten die entsprechende Version für Linux aus. Das Ganze gibt es auch für Windows. Wir starten jetzt hier mit der Linux-Variante. Dann kann ich hier nochmals die Linux-Variante auswählen und der Download startet in Kürze. Das Ganze ist ein Archiv, das muss ich natürlich erst noch entpacken. Ich gehe in meinen Archivmanager, sage hier Entpacken und wähle dann zum Beispiel meinen Bin-Ordner in meinem Home-Verzeichnis. Ich erstelle immer so einen Bin-Ordner, falls du den nicht hast, kannst du den einfach hier neu erstellen, über diesen Punkt-Ordner erstellen. Ich sage jetzt Entpacken und schon ist Ventoy hier installiert. Ich gehe jetzt mal rein in Bin und sehe hier schon meinen Ventoy-Ordner. Und da gibt es verschiedene Varianten. Einmal gibt es hier eine Variante für die CLI. Wir schauen uns jetzt aber die GUI-Variante an, und zwar hier für x86-64, denn ich habe hier einen ganz normalen Intel-PC. Ich schaue hier noch, dass diese Option hier unter LXQT markiert ist, dieser ausführbaren Datei vertrauen, denn ansonsten startet das Ganze nicht. Ich starte jetzt den Ventoy und muss hier natürlich einmal mein Passwort eingeben. Denn Ventoy greift natürlich auf deinen USB-Stick zu, denn es möchte jetzt eben diesen Multi-Boot-USB-Stick für dich erstellen. Ich muss hier also mein Root-Passwort oder mein Sudo-Passwort eingeben und schon startet Ventoy. Hier sehe ich jetzt einen USB-Stick oder einen Multicard-Reader, den ich hier angeschlossen habe bei mir, und den könnte ich jetzt bereits für Ventoy nutzen. Hier oben hast du zusätzlich noch die Option, die Sprache zum Beispiel auf German, Deutsch umzustellen, dann ist das Ganze auch in Deutsch verfügbar. Ich kann jetzt hier noch verschiedene Optionen ausführen, zum Beispiel ob Secure Boot für modernere Computer mit UEFI aktiviert ist. Und dann, wenn du UEFI nutzen musst oder möchtest, dann kannst du hier auch noch den Punkt GPT auswählen. Ich kann dann jetzt hier sagen Installieren. Das System weist mich jetzt extra nochmal darauf hin, dass mein USB-Stick formatiert wird, also prüft wirklich, dass hier der richtige Stick ausgewählt ist. Er zeigt aber wirklich nur USB-Geräte an, also das sollte kein Problem sein. Ich sage hier OK und muss das dann tatsächlich sogar nochmal bestätigen. Im Hintergrund wird jetzt der Stick für Ventoy vorbereitet und das Ganze geht je nach USB-Stick-Größe eine kleine Weile. Danach kann ich dann meine ISO-Datei, er mountet die jetzt hier auch schon, er sagt, das Gerät wurde erfolgreich erstellt, und danach kann ich hier meine ISO-Datei einfach auf diesen Stick kopieren. Ich sage jetzt hier mal schließen und sehe jetzt hier schon mein neu hinzugekommenes Ventoy-Gerät. Im Vorfeld habe ich natürlich schon mal eine meiner ISOs, nämlich TuxWiz, in der Mini-Variante, das eignet sich sehr gut für die Installation deines Home-Servers, hier heruntergeladen. Das siehst du hier. Das ist noch die MD5-Prüfsumme, die solltest du dir vorher immer anschauen. Und zwar kannst du das mit dem Programm GTK-Hash, das ist hier schon dabei, da kannst du einfach die ISO auswählen. Ich gehe jetzt mal hier rein, sage Datei, wähle hier meine ISO-Datei, nicht die Prüfsummendatei. Wähle ich die hier aus und gebe hier diese Prüfsummendatei ein, und er kann mir hier diesen Hash auch berechnen und dann auch vergleichen und schauen, ob die Datei wirklich in Ordnung ist. Denn das ist sehr wichtig, wenn deine ISO korrupt ist, dann bringst du dir natürlich nichts. Hier wird beides als OK signalisiert. Ich kann mit dieser ISO also direkt starten. Und dann könnte ich halt diese ISO einfach auf diesen Stick kopieren und dann den Stick an den Computer, den ich jetzt halt mit meinem Ventoy starten möchte, anschließen und danach entsprechend davon
booten. Und so kannst du ganz einfach hier auf diesen Ventoy-Stick dann auch zusätzlich weitere ISO-Dateien hinzufügen und die hast du dann beim Booten direkt in der Auswahl. Und wie das Ganze aussieht, könnten wir uns jetzt hier mal parallel kurz anschauen, denn diesen Stick habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet und dann sehen wir auch gleich mal, wie sich das denn dann verhält, wenn du den Stick tatsächlich dann booten würdest. Dazu starte ich jetzt hier mal meine Maschine mit diesem Stick, den ich vorbereitet habe und dann schauen wir mal, was da genau passiert. Hier startet jetzt denn nämlich schon der Ventoy-Stick und das ist das Willkommensbild vom Ventoy und hier würdest du dann, wenn du mehrere ISOs hast, diese ganzen ISOs hier aufgelistet sehen und könntest sie ja mit dem Pfeiltasten einfach auswählen und tatsächlich dann deine ISO booten. Und hier fragt er mich noch ein paar Sachen, boot in Normal Mode, ich sage jetzt mal ja und dann würde er ganz normal mein System hier starten. Das ist jetzt ein TuxWiz, da startet er jetzt im Hintergrund ganz normal. Also so einfach geht das tatsächlich, einen USB-Stick mit Ventoy zu erstellen und dort mehrere ISOs draufzupacken. Noch ausgereifter oder falls du das häufiger machen möchtest, ist eine zusätzliche Lösung, die heißt iVentoy. Und die zeige ich euch ganz gerne auch nochmal schnell. Dazu gehe ich jetzt hier wieder auf meine SpaceFun VM und gehe mal auf die iVentoy-Seite. Die heißt hier www.iventoy.com und iVentoy ist ein Tool, mit dem ich meine ISOs über das Netzwerk, über das sogenannte PXE-Protokoll starten kann. Und da kann ich dann einen Server aufsetzen, der immer läuft und dann standardmäßig diese ISOs ausliefert. Wichtig zu wissen ist, dass dabei PXE auf dem DHCP-Protokoll aufsetzt. Das heißt, im einfachsten Fall solltest du dann in deinem Router dann den DHCP-Server deaktivieren. Pass aber auf, dass du dich da nicht aussperrst. Das ist wirklich ganz wichtig. Du solltest wissen, wie du dein Netzwerk konfigurierst und zur Not auch mit deaktiviertem DHCP wieder auf deinem Router kommst. Ich sage jetzt hier mal okay, ich habe das jetzt hier bei mir im Router mal deaktiviert. iVentoy kann auch mit externen DHCP-Servern arbeiten, das funktioniert aber nicht mit jedem DHCP-Server. Das ist aber das, was ich dir auch empfehle, erstmal zu probieren. Wenn das funktioniert, ist gut und ansonsten müsstest du den DHCP-Server hier deaktivieren. Ich sage jetzt hier bei iVentoy auch wieder Downloads und hier kann ich aber nicht direkt die Datei rauswählen, sondern ich müsste dann hier auf den GitHub-Link klicken und sehe dann die Releases. Und zwar gibt es das auch wieder für Linux und Windows. Heute hätte man bei Windows in der Regel nur noch 64-Bit. Also wenn du Windows nutzt, dann wähle diese Win64-Bit-Variante. Ich nutze hier natürlich auch wieder Linux. Jetzt habe ich hier iVentoy auch wieder heruntergeladen. Das ist ebenfalls ein Archiv. Ich entpacke das wieder und entpacke das auch in meinen Bin-Ordner. Und da sehe ich jetzt dann in meinem Bin-Ordner, ich gehe jetzt mal in mein Home-Bin, sehe ich jetzt hier auch den neuen iVentoy-Ordner. Und da gibt es hier allerdings nur ein Shell-Skript. Ich sage jetzt also mal in Terminal öffnen, kann nochmal ls drücken und sehe hier wieder mein Shell-Skript. Das ist schon ausführbar, das sehe ich, dass es hier grün markiert ist. Oder hier könnte ich das auch sehen, dass es die entsprechenden Permissions eben x für executable gesetzt hat. Ich sage jetzt einfach mal /iVentoy. .sh, das führt die Datei im aktuellen Verzeichnis aus und er sagt hier schon, nee, du musst root sein. Unter Windows brauchst du dann wahrscheinlich Administratorenrechte, das heißt, du müsstest deine Windows Command Line als Admin starten und in das Verzeichnis reinwechseln und das Ganze dann ausführen, sonst wird es da auch nicht funktionieren. Hier unter Linux kann ich einfach sudo.ventoy.sh sagen und dann würde er mich hier wieder nach meinem Passwort fragen und dann zeigt er mir hier die Optionen an, die er hier im Angebot hat. Und das sind einige. Ich brauche dafür tatsächlich im Moment nur die Startoption. Ich sage jetzt also sudo.iventoy.sh Leerzeichen Start. Und jetzt startet er diesen Server hier auch im Hintergrund und er sagt mir auch, bitte wähle diese URL im Browser an, um ihn zu konfigurieren. Ich sage jetzt hier mit der rechten Maustaste Link öffnen und bin jetzt hier schon in meinem iVentoy-Server. Und hier könnte ich jetzt auch zum Beispiel vorab in der Konfiguration noch einiges vornehmen und hier könnte ich zum Beispiel den DHCP-Server-Mode auf External stellen.
Wenn du möchtest und nicht an deinem DHCP-Server im Netz rumschrauben willst, stell das erstmal auf External und probiere es mal aus, ob es bei dir funktioniert. Danach musst du natürlich den Server hier noch starten, also der Server, der Dienst wurde schon gestartet, aber der PXE-Server noch nicht. Das kannst du hier dann über den Start-Button. Ich sage jetzt hier aber mal Intern. Und natürlich braucht das Ganze auch wieder eine ISO. Und du siehst hier schon, gibt es ein Unterverzeichnis namens ISO. Das ist jetzt standardmäßig leer. Also auch dort müsste ich jetzt meine ISO, die habe ich ja hier runtergeladen, reinkopieren. Ich schneide die jetzt hier mal aus und gehe jetzt mal zurück in diesen ISO-Ordner und kann die dann hier einfügen. Und da ist jetzt dann auch meine ISO schon drin. Also ich habe jetzt hier Eventoy auf Internal konfiguriert. Das sollte er eigentlich schon übernommen haben. Und ich könnte jetzt hier mal starten und schauen, ob das Ganze auch funktioniert. Dazu habe ich vorab meinen DHCP-Server noch deaktiviert auf dem Router. Hier sagt er, er hat noch keine ISO detected. Ich müsste jetzt hier noch ins ISO-Management und dann nochmal Refresh klicken. Und dann sehe ich hier auch schon meine TuxFS-ISO. Also nochmal Boot Information und Play drücken und Eventoy is running now. Und jetzt bräuchte ich natürlich eine weitere VM, die jetzt tatsächlich auch dieses PXE booten kann. Und wie das genau aussehen kann, das können wir uns auch gerne mal anschauen. Und zwar habe ich hier dann eine entsprechende VM vorbereitet. Du kannst es natürlich auch unter Hardware machen. Und bei einer Hardware musst du einfach dann darauf achten, dass diese Option Netzwerkboot oder PXBoot eingeschaltet ist. Und dann musst du in der Boot-Reihenfolge natürlich sicherstellen, dass dein System direkt als erstes von dem Netzwerk booten kann. Wie das Ganze dann aussehen kann, da schauen wir jetzt mal gerade hier. Ich habe jetzt hier diese VM. Ich schalte euch die gerade mal ein. Kleinen Moment. Das kann ich euch hier einschalten. Und die seht ihr jetzt hier. Und diese VM ist jetzt schon so eingestellt, ich habe da jetzt hier bei VirtualBox F12 gedrückt und dann kam das Bootmenü und da kann ich jetzt tatsächlich auch nochmal LAN auswählen als Bootoption und kann dann tatsächlich aus dem Netzwerk booten. Und so kannst du das dann bei dir auch auf deiner Hardware oder auch in einer virtuellen Maschine machen und deine ISO dann über das Netzwerk bereitstellen. Und hier siehst du jetzt, Eventoy wird gestartet. Das wird jetzt hier auch nochmal ein bisschen anders dargestellt. Das heißt auch Eventoy und da sehe ich meine ISO und kann dann aber tatsächlich diese ISO genauso starten wie vorhin auch von meinem USB-Stick. Diese Lösung ist ein wenig komplizierter und macht dann wirklich nur Sinn, wenn du das häufiger nutzt. Versuche das mit dem DHCP-Server sauber zu lösen, dass du da wirklich einen sauberen Stand hast. Und dann hast du da immer einen ISO-Server, der dir deine Linux-Distribution in deinem Netzwerk anbieten kann. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Nachbauen dieser ganzen Lösung. Und probiere es mal aus und wenn du irgendwo nicht weiterkommst, dann melde dich auch gerne bei uns in der Community. Und zwar findest du hier die Community auf spacefarm.ch und scrollst hier oben dann auf den Bereich Telegram und dann bist du schon bei uns im Telegram in der Community dabei. Ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Besuch, ich wünsche dir viel Spaß und bis bald. Tschüss!